Willkommen zurück, Leute, in der Welt der Pixel Heroes. Wir sind auf dem Weg zur Arkanen Waffenkammer und haben mittlerweile die Hälfte der Quests abgeschlossen in der dritten Kampagne. Los geht's direkt. Und die sollten wir eigentlich gut packen, die Waffenkammer. Jetzt schauen wir erstmal, wenn wir hier haben, den langen Lulatsch. Der will uns was zu trinken anbieten. Bier, Ziegenmilch angreifen oder ablehnen. Wenn wir die Ziegenmilch nehmen, dann sagt er, echte Männer trinken sowas nicht. Und dann greift er uns an. Wenn wir ihn angreifen, klar, kämpfen wir. Beim Bier gibt er uns eine kleine Belohnung. Ach, wisst ihr was? Ich greife ihn mal direkt an. Der geht mir auf den Sack. Wir greifen ihn ohne erkennbaren Grund an. Er flieht in die Wälder, wo ich schon bald von wilden Tieren umzingelt seht. Okay. Ist egal, ich will jetzt die Erfahrung mitnehmen. Scheiß auf die komische Aufgabe. Wir legen direkt aggressiv los in dem Part hier. So, die sollten auch nicht sehr viel wegstecken können. Nee, guck mal unseren Schaden an, der ist echt beachtlich. So, der Terrorstab, der sackt jetzt ein bisschen, aber nur weil der Typ hier wenig Glauben hat. Trotzdem finde ich die Verteilung eigentlich so ganz gut. Ich bin auch mal überlegen, ob ich es nicht so machen soll, dass ich ihm jetzt nur noch alle zwei Level mal einen Punkt in Leben gebe. So, dass er dann immer drei Punkte in Glauben hat, alle zwei Level und einen Punkt in Leben. Weil der hat eigentlich schon doppelt so viel Leben wie die anderen beiden und steckt einiges weg. Ja, dann teilt er mehr aus, das wäre schon besser. Ja, wobei, ich weiß halt nicht, was mich beim Boss erwartet. So, hier haben wir wieder einen dreiköpfigen Affe, den haben wir auch schon mehrfach gesehen in dem Abenteuer. Dem können wir gegen den Nekromanten helfen. Machen wir. Das sind ja eh nur Lutscher, die Typen hier. Also mit der Harfe können wir die locker wegklatschen. Die Hand von Kaelis ist nicht so effektiv wegen dem Element hier. Genauso wie der Terrorstab. Aber die restlichen Zauber, die machen das. So, die Harfe. Dann können der Feuerzauber jetzt den Rest erledigen. Ich glaube, der Nekromant ist schwach gegen Feuer. Naja, neutral. Ich teste doch mal kurz den Terrorstab. Ah ne, der ist verflucht. Lassen wir lieber. Da hat er nicht genug Trefferchance. Und das Problem hat sich erledigt durch den Brandschaden. So, haben wir dann einen Haufen Zeug gefunden. Der Knochen, den schmeiße ich gleich mal weg. Der taugt nix. Die Rüstung taugt nix. Das taugt... Na? Das taugt nix. Das auch nicht. Wir wollen ja schließlich... Ups. Wir wollen ja schließlich Platz haben für den... Für die Belohnung im Dungeon. Aber jetzt erwarten uns erstmal hier noch die Möhre. Die kennen wir ja auch schon. Das meiste dürfte man jetzt sowieso kennen von dem Spiel. Er will, dass wir ihn rausziehen und essen. Mach mal. Es kommt, passiert immer ein anderer Effekt, aber ist mir mittlerweile auch egal. Ich will nur noch viel EP absahnen. Ihr habt das meiste gesehen, was passiert. Darum geht's jetzt. Darum, schnell zum Boss zu kommen. Weil ich will dieses Projekt jetzt langsam zu Ende bringen. Weil uns noch ein anderes schönes Projekt erwartet. Ich habe da nämlich was noch in petto, aber das werde ich erst rausbringen, wenn ich das Projekt hier fertig habe. Machen wir mal die Harfe drauf, seid mal gespannt. Ich habe selber noch nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, was uns erwartet. Ich habe mir ein bisschen was dazu angeguckt, ein paar Videos, kleine Vorschau dazu und ja, habe mir gedacht, das könnte ich auf jeden Fall mal spielen mit euch. Und wäre auch was, das mir Spaß machen würde. Deswegen, guck mal, dass wir hier schnell durchkommen. So, jetzt mache ich es mal so, dass ich dem Typen 2 auf Glauben gebe. Ja, der kriegt halt auch nur 3 Punkte pro Punkt, den ich reinstecke dazu, ne? Das ist auch nicht viel. Der hier kriegt immerhin 4 und der ganze 5. Ist klar, dass es dann so auseinander geht mit dem Schaden. Bei meinen 2 Typen, die auf Glauben geskillt sind. Ja, haben jetzt hier nicht die besten Items. Ja, hier leider keine Kiste, sondern eine Verarschung.
Die Harfe, die macht einen ganz guten Job hier, indem sie die ganzen Gegner bufft und schwächt. Genauso wie die Hand von Kayle. Also die zwei Items zusammen, die können sich schon sehen lassen. So. So, ich hoffe, es gibt jetzt keine Unterbrechungen, keine Störungen zwischendrin, weil hier jetzt ziemlich viele, sind ziemlich viele Baustellen außenrum und ich hoffe, der Baulärm stört nicht so sehr. Weil, ja, es ist hier in der Gegend nicht so ideal, muss ich sagen. Hier hat es doch einige Baustellen. Wenn eine fertig ist, kommt direkt die nächste. Wir haben auch da eine S-Bahn in der Nähe. Also eine S-Bahn, eine Straßenbahn in der Nähe. Und da wird auch nachts teilweise eine Schiene gebaut oder irgendwelche Bäume werden da weggefällt, mal mitten in der Nacht. Was ich richtig assi finde. Weil gerade im Sommer kann man dann sein Fenster nicht offen lassen. Oder will man ja sein Fenster offen lassen, dann kommt dieser scheiß Lärm. Also heute Nacht war es genauso. Deswegen, ja. Wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen verschlafen bin. Aber gut, zurück zum Spiel. Wir haben... Wow, wir haben ganz schön reingehauen gerade. Zwei Gegner weggefetzt und der ist verflucht. Der haut bestimmt daneben. Ja. Also wie gesagt, verflucht heißt zu 50% nicht treffen. Aber ich glaube mittlerweile, dass die Chance echt höher ist. Weil man haut so oft daneben, wenn man verflucht ist. Das ist schon kein Zufall mehr. Ja, das auch weg. Was mir auch noch gerade einfällt zu der Sache mit dem auf Leben und auf Glauben skillen bei dem Helden ist, man bekommt ja sowieso immer ein paar Punkte Leben dazu, wenn man aufsteigt. So, wenig Glauben. Macht der Tupac auf. Tupac ist so gläubig, er hat alles geöffnet hier. Sau gut. Oh, da gibt's einiges. Das brauchen wir nicht. Wir haben besseres. Das ist gut, muss ich schon sagen. Leben plus 15, Glauben plus 5, Leben plus 9, Glauben plus 17. Also viel Leben macht das gar nicht aus, dann gebe ich ihm das. Dafür kommt jetzt ordentlich Schaden dazu. Kurz mal aussortieren. Den Schrott weg. So, haben wir wieder Platz. Die Hälfte ist geschafft. Ich hoffe, wir finden zwei Truhen wieder in dem Dungeon. Und ja, ich zeige euch das gleich mal, was ich meine mit dem Leben dazu bekommen, wenn man Level aufsteigt. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen. Ich meine, das ist ja immerhin unser drittes Abenteuer jetzt. Wir haben doch schon einige Level-Ups hinter uns. So, zwei sind weg. Und dann einen Terrastab. Au. Okay, den mache ich nicht mehr. Die Harfe. Da gibt es den Feuerzauber. Bams. So, was haben wir bekommen? Zwei schrottige Mützen. Das brauchen wir auch nicht. Wir haben gute Zauber mittlerweile. Sollen wir da jemanden heilen? Nee. Komm, schaffen wir so. Der Magier hat recht, ihr werdet alle sterben. Das sind keine Gegner für uns. Deswegen habe ich auch die arkane Waffenkammer hier ausgewählt, wie ihr wisst. Die hat leichte Gegner. Und ihr seht es an meinem Schaden. Das Ding ist wirklich kein Problem für uns. Und die fehlen am laufenden Band. Okay, gerade wo ich es gesagt habe, hat er natürlich getroffen jetzt. Naja. Die haben ja ein bisschen mehr HP als ihr Kollege. Das hat man jetzt gemerkt. So, hier gibt es wieder ein Level-Up. Jetzt kann ich es euch mal zeigen. Es geht jetzt mal nur auf Glaube. Und er bekommt trotzdem hier ein paar Punkte. Hier. Aber doch noch einen in Leben, weil ich ihm jetzt auch gerade das Item weggenommen habe.
Boah, das macht viel aus. So, selbst der bekommt hier Leben dazu. Ist zwar immer nur ein Punkt, aber das rechnet sich dann am Ende. So, das noch weg. Der könnte mal einen Trank bekommen. Ich habe jetzt hier so viele. Ich habe noch ein, zwei gekauft im Tempel. Die werden auch pro Level-Up immer teurer, habe ich gemerkt. So, ich meine, klar, die Menge dieser Heilen wird ja auch immer höher. 40% auf Level 1 sind weniger Punkte als 40% auf Level 10. Das ist natürlich klar. Mittlerweile kostet der kleine Heiltrank über 400 Goldstücke und der große über 700. Deswegen wollte ich da jetzt auch nicht zu viel rein investieren. So, was machen wir mit dem Kollegen hier? Ich glaube, der Terrastab war da nicht so effektiv, ne? Nee. Dann gibt's den Feuerzauber. Dann wird er gegrillt. Bams. 86 Schaden ist doch ordentlich. Die Harfe noch drauf. Ja, und es reicht schon. Ganz easy. So, wir haben zu viele Items. Intelligenz plus 9, aber sonst Schrott. Genauso Schrott. Nur halt. Wäre besser gewesen als das sogar. Egal, der eine Punkt. Was soll's. Na, weg mit dir. Oh, was ist jetzt passiert? Ah, meine Maus hat ja eine Macke, wie ich euch gesagt habe. Leben plus 18. Oh, oh, Boss-Time. Boss-Time. Dann wird nochmal geheilt. Selbst wenn euch nur ein paar Punkte fehlen, ich heile euch alle auf. Das ist doch dieses Gefährt hier, genau. All your baser belong to us. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie das Spiel heißt. Das ist ein ganz altes Weltraumspiel. So ein Shooter-Spiel. Mal gucken, wie es mit Schaden ist. Oh, ordentlich. Richtig ordentlich. Noch. Ne, halt nicht die Harfe, sondern das hier. 117 Schaden. Stunnen kann man den Typ ja nicht. Macht bei einem Boss ja, wie gesagt, auch Sinn. 185. Ordentlich, richtig ordentlich. Das ist ein bisschen schwächer. Nochmal die Harfe, dass er ein bisschen gedebufft wird. Sehr schön. Ja, der Schaden ist ja lächerlich. Der Typ wird überhaupt kein Problem für uns darstellen. Na, sogar beim Heilen fällt er. Terrastab einmal testen. Ja, das ist nicht überragend. Die Hand ist doch ein bisschen stärker, oder? Aber ich teste mal auf Brandschaden. Ja. Hat mich jetzt nicht so überzeugt. Dann nochmal die Harfe. Er hat schon wieder alle seine Buffs verloren. So muss das aussehen, genau. Jetzt fällt er wahrscheinlich noch. Schön vorhergesagt. Und dann gibt's die Hand von Kale. Der Typ hat keine Chance, also er ist mindestens schon halb tot. Mindestens. Jetzt wird's langsam mal Zeit für eine Heilung, aber ganz entspannt. Ja. Hier einmal Traumkraut. 90 Punkte. Reicht mehr als genug. So, Hand von Kale. Und weg ist er. Also der war echt locker, der Boss. Überhaupt kein Problem. Kaboom. 200 EP. Und wir haben wieder dieses Schrott-Item bekommen, den Taser. Den ich wirklich wie die Pest hasse. Weil er nichts kann. Weil er absolut nutzlos ist. Leben plus 9, Intelligenz plus 9. Ach, nee. So, das Abenteuer wäre abgeschlossen. Guter Dinge können wir jetzt zurückgehen. Wir haben zwei Level-Ups, glaube ich, gekriegt. Erstmal kurz gucken, was wir mit der Katze hier machen. Versuchen zu streicheln. Meine Maus hat wieder doppelt geklickt, deswegen war der Bildschirm so schnell weg. Ich werfe das Teil demnächst auf den Müll. Genauso wie meinen PC. Also mit der Technik habe ich hier echt Probleme in letzter Zeit. Error
Lasst ihn da. Wir können ja eh nichts mit ihm machen. Oh, ihr oh, das habe ich noch nicht gehabt. Ihr wollt einfach weitergehen? Das ist seltsam. Scheinbar gab es einen Fehler. Haha, ich liebe diesen Job. Hat aber auch nichts geändert jetzt. Also es gibt anscheinend eine kleine Wahrscheinlichkeit. So, eine große gelbe Schnecke. Was sagt sie uns über die Dungeons? Sturmgipfel kennen wir schon. Da waren wir schon. Gehen wir vorbei. Ja, wir müssen mal gucken, was uns jetzt erwartet noch für Dungeons. Weil wir brauchen einfache. Mustachio gibt uns ein schönes Item hoffentlich. Ein Bogen, den wir nicht brauchen können. Juhu. So, da habe ich doch gerade das kleine Mädel hier gesehen. Das hat doch irgendeine Quest für uns. Teufelsgriff, ja. Wer können wir uns überlegen? Das ist nicht schwer. Dann haben wir noch die Dame hier. Sturmgipfel. Beides einfache Dungeons. Ich finde den Sturmgipfel einen Ticken einfacher als das Teufelsriff. Deswegen werde ich dahin gehen. Ja. Oder ich gehe zum Teufelsriff und dann ist die Chance höher, dass ich den Sturmgipfel nochmal krieg. Weil arg viele Dungeons gibt es nicht mehr. Nee, ich gehe. Moment mal kurz. Muss ich doch mal kurz was schauen. Bevor wir den Part beenden, die Elemente, genau. Die meisten vom Teufelsriff sind nämlich von dem Element hier und ich habe ja den Terrastab und meine Hand von Kale, die das Element sind. Ne, wisst ihr was? Ich gehe zum Teufelsriff. Ich habe mir gerade mal anders überlegt. Dann habe ich vielleicht auch die Chance, dass der Sturmgipfel nochmal kommt. So. Gut, dann haben wir das geklärt für den nächsten Part. Ich werde wieder Sachen verkaufen, mich ausrüsten und dann sehen wir uns im nächsten Part abreisebereit zum Teufelsriff. Macht's gut, bis dahin.